Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich drehe jetzt nochmal eine Rezension ab und zwar zu dem Buch Wir sind für immer von Isabel Ronan. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch für das Rezensionsexemplar bedanken. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Und genau. In dem Buch geht es um Cameron und Kara. Es geht mit denen ihrer Geschichte weiter. Deswegen werde ich jetzt nicht allzu viel zum Inhalt verraten, weil ich euch natürlich sonst zum Vorgänger spoilern würde. Und ja, also fangen wir erstmal an beim Schreibstil. Ich fand den Schreibstil ganz okay. Ich muss sagen, er kam mir irgendwie diesmal ein bisschen anders vor als beim letzten Mal. Ich fand ihn beim letzten Buch fand ich ihn etwas flüssiger. Ich hatte teilweise das Gefühl, der Schreibstil war so ein bisschen ruppig beziehungsweise ja abgehackt irgendwie. Ich weiß es nicht, ich kann es ganz, ganz schwer beschreiben. Ich hatte auf jeden Fall nicht so dieses flüssige Lesen, wie ich es beim Vorgängerbuch hatte. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob es an mir lag oder ob der Schreibstil sich wirklich ein bisschen geändert hat. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Aber, wie gesagt, ich fand ihn irgendwie nicht mehr ganz so flüssig. Er war überhaupt nicht schlecht. Ich kam trotzdem super durchs Buch durch. So ist es nicht. Nur irgendwie halt so, ja, war es so manchmal so abgehackt. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche länger zum Lesen oder muss das ein oder andere irgendwie nochmal lesen. Dann die Protagonisten. Wir haben ja hier zum einen die Protagonistin Kara. Und ja, also ich muss sagen, Kara hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch in diesem Buch wieder. Ich fand, sie war sehr reif, sehr erwachsen, was sehr wahrscheinlich auch an ihrer Vergangenheit liegt. Und sie hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte einfach ihre Art und Weise, wie sie war. Klar, sie hatte auch mal so ihre Momente, wo man sich gedacht hat, okay, Girl, muss das jetzt sein? Aber im Großen und Ganzen fand ich sie wirklich sehr erwachsen und ich fand sie richtig toll. Sie hat mir so gut gefallen und ich muss noch allgemein zum Buch sagen, dass ich es teilweise wirklich sehr humorvoll fand und ich an manchen Stellen wirklich sehr geschmunzelt habe. Und ich glaube, das lag auch nicht gerade wenig an Kara. Ich mochte sie einfach so, so gerne als Person. Selbst wenn sie manchmal gar nicht so witzig war, ich fand sie einfach witzig, weil ich sie, glaube ich, so gerne mochte. Also es war ein sehr komisches Verhältnis zwischen mir und Kara, aber ich fand sie wirklich richtig, richtig klasse. So, jetzt wurde ich unterbrochen. Ja, wie gesagt, in Karas Vergangenheit ist halt etwas passiert und deswegen musste sie halt sehr früh Verantwortung übernehmen und ich glaube, es liegt halt wirklich daran, dass sie so erwachsen ist. Außerdem finde ich, ist sie eine absolute Powerfrau und ja, ist immer schlagfertig und das war, glaube ich, auch das, wo sie mir oft ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert hat, einfach mit ihrer Schlagfertigkeit. Und ja, dann haben wir unseren Cameron, der ja irgendwie so ein Bad Boy ist, aber natürlich auch ja so seinen sanften Kern hat, sagen wir mal so. Genau, also Cameron hat mir auch gut gefallen, aber ich weiß irgendwie nicht. Manchmal fand ich ihn irgendwie too much und over the top einfach, vor allem auch so am Anfang. Ich muss im Allgemeinen sagen, dieses Buch, also auch die Beziehung zwischen den beiden. Ja, ich fand sie manchmal von den Gedanken der beiden hergenommen ziemlich toxisch. Also, ich habe normalerweise nichts dagegen. Ich mag das in Büchern ganz gerne. Ich meine, siehe After, wie die beiden sich selbst zerstören gegenseitig. Nicht selbst, sondern gegenseitig. Aber ich weiß nicht, hier war es irgendwie was anders. Ich hatte so beim Lesen die ganze Zeit so ein komisches Gefühl teilweise. Ich weiß nicht, ich fand sie beide wirklich super, super süß zusammen. Und ja, man hat auch gemerkt, dass sie sich echt toll finden in jeglicher Hinsicht. Also wirklich in jeglicher Hinsicht, vor allem am Anfang. Aber ja, teilweise fand ich auch so, was sie dann so für Gedankengänge haben. Auch Cameron sehr oft. Das, ja, fand ich schon irgendwie krass. Ich weiß nicht.
bei mir ist halt auch Band 1 schon ein bisschen länger her. Vielleicht kam es mir auch deswegen so heftig vor. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Beziehungsweise der Vorgänger. Ja, also keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen riesengroßen Kritikpunkt. Und zwar, beziehungsweise ich habe zwei Kritikpunkte. Einer war das Hin und Her. Ihr wisst, ich liebe die Geschichten mit Hin und Her, auch wieder, siehe After. Oder was weiß ich, ich liebe dieses Hin und Her. Ja, es ist super, super nervig. Aber es ist auf der anderen Seite auch immer so toll. So, sie kriegen sich, dann streiten sie sich und hassen sich wieder. Und irgendwie kriegen sie sich ja doch wieder. Aber hier dieses Hin und Her ging mir ab einem bestimmten Punkt irgendwie auf die Nerven, muss ich sagen. Vielleicht lag es auch daran, dass das Buch so dick war und ich mir so gedacht habe, komm, ein, zweimal weniger hin und her, dann haben wir 100 Seiten weniger. So, ich weiß auch gar nicht, ob es so oft hin und her war, aber ich habe einfach irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich schon, ich weiß nicht wie oft, jetzt das Gleiche gelesen habe oder es wird das Gleiche irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aufgegriffen. Ja, fand ich irgendwie so, mittelmäßig, muss ich leider sagen. Hat mir nicht so ganz so gut gefallen. Und was auch mir gar nicht gefallen hat, war das Ende. Was war das bitte für ein Ende? Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt das Ende war oder ob es einfach nur ein fieser Cliffhanger war und es kommt noch ein Buch. Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde auch zum Ende nicht spoilern. Ich werde da nichts zu sagen, aber es war einfach so, ja, hä? Und jetzt? Es war so, ich weiß nicht, ich finde immer noch keine Worte für das Ende. Ich fand es irgendwie ganz komisch. Es war so ein Zeitsprung drin und dann ist was ganz Abruptes passiert. Und ja, also, wie gesagt, ich habe es irgendwie nicht so verstanden. Oder nicht verstehen wollen. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ihr wisst, ob es da noch ein Buch gibt oder ob das da wirklich das Ende vom Buch war. Genau, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es für mich ein mittelmäßiges Buch. Ich würde es jetzt sehr wahrscheinlich nicht nochmal lesen. Ich fand die Charaktere, vor allem Kara, richtig, richtig toll. Auch ihr Umfeld, so, man lernt ja auch die Familien der beiden kennen. Zum Beispiel Camerons Familie ist irgendwie so eine Katastrophe. Ihre Familie, ja, eher nicht so, auf jeden Fall nicht so katastrophal. Ihre Familie ja eher nicht so. Und wie gesagt, ich mag die Charaktere wirklich sehr gerne und eigentlich mochte ich auch ihr Zusammenspiel. Aber irgendwann wurde es mir dann auch einfach zu viel Drama. Es sind dann irgendwie auch so Dinge passiert, die für mich nicht so ganz gepasst haben. Wie gesagt, das ist alles eine persönliche Meinung. Ihr könnt das Buch alle super, super gerne lesen und die Geschichte der beiden genießen und mir dann auch sehr gerne schreiben, wie sie euch gefallen hat. Für mich war es leider, leider nur ein mittelmäßiges Buch. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich irgendwie mit einer anderen Erwartungshaltung an das Buch dran gegangen bin. Aber ja, wie gesagt, für mich mittelmäßig auch jetzt nicht super schlecht, ne? Aber ansonsten soll es das von meiner Rezension schon gewesen sein. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Nummern aus... Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Bücher von der Autorin kennt oder ob ihr auch vorhabt, dieses Buch zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!